Mache von meinen Rechten Gebrauch, okay? Das hier ist America. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten zu zocken und von diesem eventuell verfluchten Videospiel gekillt zu werden. Wie, das ist nicht normal. Boah, dieser Sound, ne? Das ist ja wie in einer Tropfsteinhöhle. Was ist das hier? Das Minecraft Caves and Cliffs Update? Das ist so nervig. Ich will schnellstmöglich aus diesem Hauptmenü raus. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Kane. Wo es, soweit ich weiß, darum geht, dass man ein Spiel im Spiel spielt. Aber irgendwas ist mit diesem Spiel nicht richtig und es passieren ganz merkwürdige Dinge. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe das gesehen für 1 Euro und dachte mir, hey, warum nicht? 1 Euro ist quasi geschenkt. Deswegen schauen wir einfach mal rein und gucken uns an, was dieses Spielchen so zu bieten hat. Die Xperia Computer Entertainment. Okay, das hier ist mein Zimmer. Ich kann mich sogar umschauen. Alles klar. Ist das da ein eventuell zensurwürdiges Poster? Es ist so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Also YouTube, ihr habt nichts gesehen, was auch immer auf diesem Poster drauf ist. Kane, press any button to start. Alles klar. Und ich sitze hier einfach. Na, es ist Freitagabend, ich habe kein Social Life, ich habe keine Freunde, Hausaufgaben sind gemacht, ich habe ein freies Wochenende, erstmal richtig zocken. Okay, los geht's. Irgendein Knopf. Die linke Maustaste zählt nicht. Enter? Nee, W anscheinend. Okay, damit steuere ich den Joystick. Du. Wer bist du? Das Spiel redet mit mir, das gefällt mir nicht. Vielleicht was? Vielleicht bist du mein Kane. You what? Alles klar. Das ist zum Glück gar nicht weird. Jetzt renne ich hier einfach in der Gegend rum und spiele einen Plattformer. Also die Spielzeit wurde irgendwie zwischen 20 und 30 Minuten angegeben. Das heißt, hier steckt relativ viel drin. Ich weiß nur nicht, wie sich das dann alles noch entwickelt. Bis jetzt ist das cool. Ich spiele ein Spiel im Spiel. Und eben, irgendwann werden komische Dinge passieren. Und ich werde vermutlich auch Dinge sehen und hören, die mir nicht gefallen. Und Skateboard fahre ich auch noch. Guck mal, da liegt ein Skateboard. Ich bin so ein cooler Typ. Ein Gegner. Alles klar, der die Position wechselt. Das ist mal was anderes, weil ich habe gerade so 5 Level gespielt, die bestanden einfach nur daraus, ein bisschen rumzuspringen. Oh, ich habe irgendwas vor dem Fenster. Gib mir die Steuerung wieder. Keine Ahnung. Kane. Bist du hier? Ich glaube, ich sollte den Joystick lieber weglegen. Bitte verlass mich nicht, oder lass mich nicht schon wieder allein. Keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Es ist so kalt. Es ist so dunkel. Ist ein Geist im Spiel eingesperrt? Ich habe solche Angst. Okay, wir machen mal kurz den Rundumblick. Es ist alles gut. Bleib bei mir. Alles klar. So langsam fangen die merkwürdigen Dinge an zu passieren. Okay. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die Idee echt geil ist, ist das gar kein so schlechter Plattformer. Irgendwie ist das cool. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Plattformer-Typ, aber irgendwie hat das was. Okay, ich hab's. Es ist auch so still. Es ist unglaublich ruhig. Außerdem lese ich anscheinend auch sehr viel. Guck dir mal dieses Regal an. Da sind ein paar Spiele, glaube ich. Aber größtenteils einfach nur Bücherbände über Bücherbände. Das heißt, ich bin ein Gamer. Außerdem ein Fotograf, denn da liegt eine Kamera. Ein Skateboard-Guy. Und ein Lesetyp. Ich bin das absolute Multitalent. Deswegen kann ich mir auch jetzt schon zocken. Ne? Weil ich habe die Hausaufgaben in 5 Minuten gemacht. Ich bin einfach super intelligent. Oh, das ist nicht gut. Das Bild stört schon wieder. Es ist kein gutes Zeichen. Ist das im Spiel oder hier im Hausgang? Boah, ist der Sound gut, ne? Das war richtig leise. Ich glaube nicht, dass man es auf der Aufnahme hören kann. Das war unglaublich subtil. Es war wie so ein, keine Ahnung, als ob jemand gegen eine Wand haut. Aber richtig, richtig weit entfernt und unglaublich still. Alles klar.
Jetzt kommen auch sich bewegende Plattformen, die in Wänden verschwinden. Wenn ich nicht vorsichtig bin. Und auch Stacheln, die sich aus- und wieder einfahren. Okay, das heißt, jetzt wird's durchaus anspruchsvoll. Ne? Wie gesagt, das ist, dafür, dass es nur hierfür gemacht wurde, gar kein so schlechter Plattformer. Man merke sich, schnelle Sprünge hintereinander sind nicht drin. Okay, ist gebongt. Alles klar, jetzt auch noch Kanonen, die auf mich schießen. Braucht man richtig Aufmerksamkeit für. Das ist eigentlich total geil. Okay, wenn ich mich da unten entstelle, sollte mir nichts passieren. Hier bin ich safe. Jetzt muss ich es abwarten und dann auf die Kanone springen. Guten Tag. Es ist noch niemand hier. Kane. Warum hast du mich alleine gelassen? Ich hasse dich, Kane. Was passiert? Ich mag es nicht, alleine zu sein. Da waren unglaublich leise Schritte auf meinem rechten Ohr. So ungefähr hier hinter mir. Aber wirklich leise. Oh, ich kann nur empfehlen, dieses Video, wenn möglich, vielleicht mit Kopfhörern oder so zu gucken. Sonst verschwindet das einfach. Das war so leise, aber gerade noch laut genug, dass man es merkt. Okay, ja, ich hab's verstanden. Wer auch immer das gemacht hat, der Typ, ne? Der kann Sounddesign. Es ist ein Profi. Okay, hier verschwinden die Stacheln dann mit der Zeit. Das heißt, ich muss hier durchdroppen. Und ich kann nicht springen, also muss ich warten, bis die Plattform hier andockt. Alles klar. Was passiert? Ich will doch einfach nur in Ruhe gamen, Mann. Das ist alles, was ich möchte. Okay. Bis jetzt war das Spiel total friedlich. Ne, und irgendwie cute, könnte man argumentieren. Das hat jetzt ein Ende. Ja, damit ist das hier vorbei. Jetzt driften wir ab ins Land des, was zum Teufel passiert. Es ist alles gut. Es gibt nichts, was mir passieren kann. Denn ich bin... Ich bin jetzt runtergefallen. Wegen dem komischen Geatmet. Das hat mich ein bisschen abgelenkt. Wo kam das her? Ich kann auch nicht genau nach hinten gucken. Warum kann ich nicht genau nach hinten gucken? Why? Warum ist das ein Ding? Ich würde dann einfach genau hinter mich schauen. Das geht nicht. Wow. Okay, wenn ich nicht schnell genug bin, werde ich in die Decke gematscht. Ja, cool. Danke, Spiel. Okay. Das habe ich gehört. Das ist der Nachbar mit seiner neuen Nachtsichtbrille. Das ist so ein Airsoft-Spieler. Okay, nur ist da der Punkt, dass die eigentlich von außen nicht leuchten. Der hat Laser dran gemacht, okay, damit er cooler aussieht. Er denkt, er wäre Taktik cool. Alles, jetzt bin ich genau auf dem Gegner drauf gestanden. Alles klar. Was auch immer hier drin wohnt. Ich kann auch nicht zu weit springen, ansonsten lande ich in der Decke. Was auch immer hier drin wohnt. Es kommt näher. Und es will irgendwas von mir. Ich habe keine Ahnung was. Aber ich will es auch nicht rausfinden müssen. Nee, vielen Dank. Passt, danke. Ich bin Gucci. Es wummert wieder. Ich habe wieder so einen Bass wummern. Was passiert? Ich kann gerade nicht zur Seite gucken. Nichts vorm Fenster. Nichts in der Tür. Nichts über mir. Hängt irgendwas noch an der Decke irgendwann? Das könnte natürlich sein. Weil es muss ja einen Grund haben, dass ich da hochschauen kann. Korrekt. Okay, das Spiel geht auch immer mehr kaputt. Das ist ganz weird. Ist alles gut? Jetzt ist wieder Ruhe. Mom, pick me up, I'm scared. Alles klar. Was war das? Ist irgendwas aus dem Regal gefallen? Ich glaube, das lag vorher nicht da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, es ist alles gut. Es ist alles gut. Das ist, hier, das Spiel hat so bestimmte Interaktivitätsfeatures und das hier ist eins davon. Es interagiert mit deiner Umgebung. Okay.
Ich glaube, ich bin gerade in den Gegner reingesprungen und das hat das ausgelöst. Sad Face. Kane. Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ja, das ist, glaube ich, auch besser so. Es ist so kalt. Es ist so dunkel. Und jetzt ein anderes Level. Was ist das denn für eine Architektur? Jump Pads. Okay. Very cool. Ich fühle mich, gelinde gesagt, ein bisschen beobachtet. Nur ein kleines bisschen. Also, ne, es ging mehr. Nur ein ganz kleines bisschen. Geringfügig. Könnte man sagen. Und manche Level sind gefühlt richtig schwer und andere sind super easy. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hier fliegt jetzt noch ein komisches Ding in der Gegend rum. Man könnte die Tür auch mal wieder ölen. Ich muss morgen mal Papa rufen. Der soll sich drum kümmern. Aber der ist noch am Wochenende hier. Ich habe keine Ahnung. Schließe die Tür bitte wieder, wenn du sie aufmachst, denn es zieht und ich bin sehr allergisch gegen Zugluft. Habe ich morgen steifen Nacken. Soll ich jetzt so weiterspielen mit einer offenstehenden Tür, oder was? Ach komm, Bro. Warte mal, ich gucke nur aus dem Augenwinkel hier drauf. Dann kann ich schnell rüber zur Tür. Alles klar. Aber sind da gleich wieder leuchtende Augen in der Tür? Ach, mach doch nicht diese. Okay. Wir sind wieder in der Dämonenwelt. Ich habe wieder geatmet. Okay, und ein Männchen, das Männchen aus dem Spiel und in so ein komisches Wesen. Kane. Das ist wahrscheinlich sie, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh, Hass ist ein starkes Wort. Ich hasse dich. Wie gesagt, starkes Wort, junge Dame. Ich hasse dich. Gut, ich glaube, ich sollte das jetzt ausmachen. Also es wird langsam wirklich an der Zeit. Ich sollte ins Bett. Morgen ist auch noch ein Tag. Okay, jetzt eskaliert es einfach komplett. Und manchmal springt er einfach nicht, ne? Das liegt natürlich nicht an mir. Ich spiele das flawless. Das liegt an der komischen Steuerung. Manchmal springt der Kane einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Diese Tür macht mich wahnsinnig. Können wir die bitte zumachen? Okay, okay. Ah, da kommen Stacheln raus. Irgendwann mal. Ja, danke schön. Ah. Ich mache von meinen Rechten Gebrauch, okay? Das hier ist America. Okay, ich denke einfach mal, inzwischen ist klar. Inzwischen ist klar, was hier passiert. Das hier ist Kane. Und es gibt irgend so eine Seele, die in diesem Spiel wohnt. Das ist so ein kleines Geistergirl. So sieht sie zumindest immer aus in diesen Zwischeneinschüben. Die ich in diese Welt beschwöre, indem ich das Spiel spiele. Alles klar. Der Sound ist so gut und ich hasse es. Ich hasse es, ich liebe es. Okay. Wie lange noch, bis einfach irgendwas direkt in mein Gesicht springt? Komm. Ich weiß doch ganz genau. Die Kleine ist böse. Ich erkenne gar nicht mehr, was das sein soll. Wo? Nicht schon wieder. Es war hinterm Schrank. Es kommt näher. Okay, es war zu klein. Ich habe den Glitch beschworen. Stirb. Hey, jetzt mach mal halblang. Wir kennen uns doch nicht mal 20 Minuten. Stirb, stirb, stirb. Grüße! Ich spreche für das Imperium der Menschen. Au! Was ist das Ende? Oh, hey. Jetzt kommt so schön den Rücken runter. Das war, ich glaube, das. Sie hat mich an der Wand verteilt. Das Dämonenmädchen hat mich an der Wand verteilt. Okay, muss sagen, finde ich nicht so cool. Das heißt, wer auch immer dieses Spiel spielt,
ist im Prinzip, kann das Loch schon mal graben, weil er landet sowieso irgendwann da drin. Das war Kane. Okay. Oh Gott. Es wird halt nicht durch die Tatsache besser gemacht, dass man sich auf das Spiel konzentrieren muss, weil man die ganze Zeit, man muss quasi an zwei Orten gleichzeitig sein. Du musst im Spiel sein und halt aufpassen, wo du hinspringst, dass du nicht die ganze Zeit drauf gehst. Und du musst gleichzeitig auch in der Umwelt sein, ab und zu mal hinhören, weil die Soundcues sind so dermaßen subtil gewesen. Also eben, wir hatten diese ganz, 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 ganz leisen Schritte. Ich müsste wahrscheinlich, keine Ahnung, das 50-fach verstärken, damit man es auch mit Lautsprechern hört. Das war so leise, aber gerade noch laut genug, dass man sich fragt, hey, habe ich was gehört? Und ja, das heißt, in diesem Spiel wohnt ein Geistergirl, was gerne Leute, oder andersrum, was gerne mit Menschen die Wände streicht. Das ist cool. Wenigstens muss ich jetzt keinen Beruf mehr suchen, ne? Traumberuf Wandfarbe und so. Damit hätte sich jetzt auch geklärt, was dieses tropfende Geräusch ist. Das ist nämlich kein Wasserhahn. Das ist das, was auch immer von mir übrig ist. Ich würde einfach mal sagen, das war es hier bei Kane. Und das war cool. Na, das war ein bisschen was anderes und wirklich unangenehm zum Spielen. Also, kann man halt nicht anders sagen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Alles klar, ich spiele nie wieder im Dunkeln Videospiele. Das ist sowieso schlecht für die Augen, also eigentlich ist das gar kein so schlechter Entschluss.